Alter. Keine Ahnung. Hä? Checkt ihr das System von diesen... von diesem Spiegel? Alter, ich auf jeden Fall mal auf gar keinen Fall. Naja, gut. Lass man halt einfach hier so ein bisschen rumwackeln. Lang, lang ist es her. Aber jetzt nehme ich mal wieder einen Moped-Vlog auf. Diesmal auf meiner Schwalbe. Weil das Schöne ist, die Schwalbe ist jetzt hier gerichtet. Deswegen dachte ich mir irgendwie, ich hätte mal Bock, euch die auch mal ein bisschen zu zeigen. Weil der ein oder andere schon gefragt hat, ob ich überhaupt noch lebe oder ob ich mit YouTube aufgehört habe. Und ja, mir geht es eigentlich ganz gut. Corona sei Dank habe ich jetzt fast nichts zu tun. Den ganzen lieben Tag, und so kann ich jetzt für euch auch mein Video wieder aufnehmen. Ja, und ich dachte mir auf jeden Fall, ich mache mal so ein Video über allgemein über die Schwalbe und so. Genau, und bevor ich jetzt mit dem eigentlichen Thema starte, könnt ihr ja noch sagen, ich habe letztes Jahr, habe ich Ende Sommer oder sowas, habe ich mit einem Robin und mit einem Paddy einen Triple Vlog aufgenommen. Der ist eigentlich ganz witzig. Er handelt zwar nicht von irgendeinem bestimmten Thema, aber wir labern einfach so ein bisschen und fahren durch die Gegend und haben auch ein paar Leute erschreckt oder erschrocken. Erschreckt, erschrocken, keine Ahnung. Und ich glaube, das könnte ich ja, falls ihr da auch Bock drauf habt, wer überhaupt noch am Start ist. Oh Gott. Oh Gott, ich bin so aus dem Motorvlog-Business raus. Ich weiß gar nicht mehr, was ich reden soll. Nee, falls es jemand interessiert, dann kann er sich den einen Vlog da ja auch geben. Ich glaube, ich lade den einfach so nach diesem Rauch. Vielleicht so ein, zwei Tage später. Es hat ja eh keiner was zu tun, so richtig. Deswegen, vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen, wenn wir so ein bisschen durch die Gegend labern und einfach durch die Gegend fahren. Ja, wahrscheinlich labern. Alter, ich rede schon wieder so absolut scheiße. Ah ja. Ah ja. Hebt zwar nicht gut, weil sich die Schraube direkt wieder löst, aber vielleicht zappelt es nicht ganz so durch die Gegend. Menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Geil. Grüße gehen raus. Auf dem ersten Kick. Ja, um was soll es eigentlich in diesem Video gehen? Ich dachte, ich stelle euch einfach mal meine Karre euch vor. Das ist eine gute Simpson-Schwalbe, die ich dieses Jahr herrichten lassen habe. Wie ich das bekommen habe und so meine Geschichte so ein bisschen dahinter. Hatte irgendwie voll Bock aufs Moped zu steigen und ein bisschen durch die Gegend zu fahren. Ich besitze dieses gute Stück hier schon seit, boah, lass mich lügen, ein Jahr besitze ich sie auf jeden Fall schon. Und ich bin im März das erste Mal mit der Karre hier gefahren, weil ich davor, weil sie davor einfach nie gelaufen ist. Das ist richtig schlimm. Ich habe die damals gekauft. Am Kauftag ist die gelaufen wie eine 1, saugeil, angekickt, losgefahren, super gefahren, in Bus eingeladen. Grüße an Domi, der ist mit mir nämlich mit dem VW-Bus hochgefahren und hat sie geholt mit mir, mit der S51 zusammen, die ich übrigens dann verkauft habe, aber da könnte ich ja später noch mal ein bisschen drüber drauf eingehen. Und am nächsten Tag denke ich mir so, geil, lass doch mal eine Runde fahren mit der Schwalbe, weil ich wollte eigentlich nur diese S51 haben, aber dann habe ich die gesehen hier und ich habe mich so in die verliebt gehabt und dachte mir so, Alter, die kann ich hier nicht lassen, die muss ich mitnehmen. Und ja, fahr 100 Meter zu Hause, sie geht aus, geht einfach nicht mehr an. Und ich kick und kick und kick. Alter, hab alles probiert, was so geht. Hab einfach nichts gefunden. So eine Scheiße. Am liebsten direkt wieder weiterverkaufen. Und ja, dann dachte ich mir so, komm, egal. Dann fahre ich halt jetzt erstmal mit der S51. Die waren optisch beide, Alter, 1A. Aber technisch absoluter Schmutz. Und ja, hab dann die S51 wieder verkauft, weil ich mir gedacht habe, für was brauche ich zwei Mopeds zu Hause. Nur einen Fuffi Verlust gemacht, als ich was ich ausgegeben habe für die S51.
Und die hier habe ich aber behalten, weil ich diese Karre liebe. Und die habe ich jetzt richten lassen. Mich hat dieser Murks, weil der Verkäufer, der hat sie optisch richtig pipi fein gemacht, aber technisch ist die so madig, abartig gewesen. Ich habe jetzt nochmal 500 Euro in die Hand genommen und habe das alles richten lassen. Also nur die Teile haben 500 Euro gekostet. Da waren noch keine Arbeitsstunden dabei. Und jetzt läuft sie aber wieder tipptopp. Hat auch einen 60 Kubik Kolben drinnen, dass er auch ein bisschen sportlicher läuft, wenn man zu zweit fährt. Und bin echt begeistert. Also die läuft beim ersten Kick an. Mit der kann man echt gut Spaß haben. Es ist so geil, mit der zu fahren. Die ist so wendig. Und ich glaube, ich bleibe jetzt einfach hier mal stehen kurz und zeige sie euch von außen, die mir auf Instagram folgen. Scheiße. Die haben sie eh schon gesehen. Aber ich zeige es jetzt einfach nochmal für die, die kein Instagram haben zum Beispiel. Ja, dieser Spiegel ist absolut behindert. Das muss ich auf jeden Fall noch ändern. Aber ja, das überlege ich mir dann noch. Sonst sieht die optisch richtig geil aus. Nur das Problem war unter diesem Deckel. Erster Kick. Easy. Ich fahre sie jetzt noch ein bisschen ein, deswegen heize ich jetzt noch nicht Vollgas und drehe sie in Begrenzer rein. Die erste Tankfüllung war 1 zu 25, die zweite soll 1 zu 33 sein und die dritte soll 1 zu 45 sein. Und bei 1 zu 45 soll ich dann am besten bleiben, hat der Mechaniker gemeint. Das macht er auch immer so und ein bisschen mehr Öl schadet dem Moped jetzt auch nicht unbedingt. Deswegen mache ich